Hallo und herzlich willkommen fast im Wald. Moment, ich muss mich mal umdrehen. Da hinten ist er, ne? Seht man. Da gehe ich jetzt rein und dann erzähle ich euch was dazu, wie man denn rausfindet, auf wessen Grundstück man sich gerade befindet. Insbesondere dann wichtig, wenn man da ein Feuerchen anzünden möchte oder im Fall von einem Waldgrundstück man da übernachten möchte. Das geht natürlich auch auf der Wiese. Oder insbesondere dann, wenn man zelten will. Denn zelten darf man in Deutschland ja immer grundsätzlich nur dann, wenn man die Genehmigung des Grundstückseigentümers hat. Aber jetzt gehen wir erstmal in den Wald, weil hier ist windig. Ne? Ja, also inzwischen bin ich im Wald angekommen. Das heißt, hier ist es deutlich windstiller. Ergo, ich kann besser was erzählen. Folgendes. Wenn ihr jetzt einen Acker habt, beziehungsweise ein Acker liegt vor eurem Wald, und ihr wollt auf diesem Acker zum Beispiel ein Feuerchen anzünden und das regelmäßig, am besten gleich eine richtige schöne befestigte Feuerstelle anlegen, die weit genug weg ist vom Wald. Ich meine, da wäre irgendwann mal 150 Meter im Gespräch gewesen, aber ja, da kann man dann sicher entsprechend nochmal schlau machen und bei den örtlichen Behörden nachfragen, ob das dann in Ordnung ist. Aber ihr braucht natürlich den Eigentümer dieses Grundstücks, dieses Ackers, weil ihr natürlich dessen Erlaubnis braucht, um euch da eine legale Feuerstelle anlegen zu können. So, jetzt folgendermaßen. Der offizielle Weg, um rauszufinden, wem dieser Acker gehört, besteht darin, dass man zum örtlichen Gemeindeamt geht, Rathaus, Stadtverwaltung, je nachdem, wo man wohnt, und da zur allgemeinen Information geht. Das gibt es dann normalerweise überall. Und da fragt, an wen man sich denn wenden muss, wenn man gerne wissen möchte, wem besagter Acker gehört. Dann schicken sie euch weiter zum zuständigen Amt, das heißt je nach Bundesland unterschiedlich. Und beim zuständigen Amt könnt ihr dann meistens, das wird teilweise regional nochmal anders geregelt, aber meistens ist es so, dass ihr beim zuständigen Amt dann entweder eine Anfrage stellen könnt nach den Kontaktdaten des Besitzers von dem entsprechenden Grundstück, auf das ihr es abgesehen habt, soll heißen, die schicken dann dem Besitzer des Grundstücks einen Brief, wo drin steht, Herr XY möchte gerne Kontakt mit Ihnen aufnehmen und es geht um Ihr Grundstück XY in so und so. Alternativ kann man dem Mann, dem das Grundstück gehört, oder der Frau natürlich, auch direkt, Kamera hängt im Baum, auch direkt einen Brief weiterleiten lassen, den sie dann dem offiziell zustellen. Und da kann man dann halt gleich natürlich auch sofort reinschreiben, was sein Anliegen überhaupt ist, weshalb man dann mit dem Grundstückeigentümer Kontakt aufnehmen möchte. Auf offiziellem Wege geht es also jedenfalls nicht, dass man einfach erfragt, wem gehört das Grundstück und ruft dann bei dem an. Das geht nicht aus Datenschutzgründen, finde ich ehrlich gesagt auch ganz richtig so. Möchte auch nicht, dass jeder, der irgendwie Interesse an meinem Acker hat, mich ständig dann nervt. Beziehungsweise ich möchte das Recht haben zu entscheiden, ob der mich damit nerven darf oder nicht. Oder halt, ob jeder wissen darf, dass das mein Acker ist, der da mein Acker ist. Gut, das wäre also die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, die inoffizielle ist, ihr klingelt so lange bei Häusern in der näheren Umgebung eures entsprechenden Grundstückes, bis ihr einen meistens etwas älteren Mitbürger findet oder eine Mitbürgerin, die euch sagen kann, wem dieser Acker gehört und wo ihr den so einigermaßen erreicht. Und dann macht sie es auf dem Wege. Das ist wahrscheinlich sogar mit mehr Aufwand verbunden. Man muss sich halt trauen, man muss da auch die Muße zu haben, so eine Aktion durchzuziehen. Ich persönlich würde den offiziellen Weg bevorzugen. Da macht man sich schon keine potenziellen Feinde. Aber das muss jeder selber wissen. Gehen tut sicherlich auch. Ja, also so viel zum Acker. Im Fall von einem Waldgrundstück, das ihr vielleicht kaufen wollt, oder ihr wollt einfach mal den örtlichen Förster einfach mal kennenlernen, um mal mit dem zu sprechen, inwiefern denn der was dagegen hat, wenn ihr in diesem Wald ganz naturfreundlich und schonend einfach mal ein paar Mal übernachten wollt oder ähnliches. Da bietet es sich auch an, bei der zuständigen Gemeinde anzufragen, wer denn hier der zuständige Förster ist. Die Daten von dem müssen sie euch rausgeben, weil der ist ja eine öffentliche, wichtige Person in Anführungszeichen. Also sprich, wenn ihr irgendwas zum Wald wissen wollt,
dann habt ihr auch das Recht zu erfahren, wer der Förster ist, damit ihr den danach fragen könnt, denn das gehört zu seinem Zuständigkeitsbereich, auch für Leute, ja, die eben Fragen zum Wald haben, da zu sein. Das ist relativ simpel, insbesondere dann, wenn es sich bei dem fraglichen Wald um den Gemeindewald handelt, dann erwischt ihr den Förster vielleicht sogar im entsprechenden Rathaus, sogar direkt vor Ort, wenn er gerade da ist, was allerdings wieder unwahrscheinlich ist, aber möglich wäre es. Beziehungsweise ihr erfahrt, wann er denn seinen Termin hat, bei dem er dann gelegentlich mal im Rathaus auch anwesend ist, wo man dann einfach mit ihm quatschen kann. Sollte das aus irgendwelchen Gründen nicht funktionieren, dann handelt es sich meistens nicht um den Gemeindewald, sondern um Staatswald, beziehungsweise ja, Landeswald, Wald des entsprechenden Bundeslandes. Da ist dann die jeweilige Bundeslandforstverwaltung für zuständig. Das ist ja meistens mittlerweile privatisiert worden. Ist alles ein bisschen kompliziert und von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. In Baden-Württemberg ist Forst BW. Forst BW ist quasi ein Unternehmen, das aber dem Staat gehört. Ähnliches System gibt es in Bayern mit den bayerischen Staatsforsten. Auch die sind quasi ein Unternehmen, das aber dem Staat gehört. Da kann man bei denen direkt anfragen, dass man denen einfach eine E-Mail schreibt oder bei denen anruft und einfach mal fragt. Hier der Wald, so nordöstlich von XY-Dorf. Ist das Ihrer und wer ist denn da der Ansprechpartner? Und dann geht das schon irgendwie, wenn man da schön freundlich ist, dass man da dann rausfindet, wer da entsprechend für zuständig ist. Das ist die offizielle Variante dazu. Ja, man kann natürlich auch, beziehungsweise diejenigen können euch dann auch sagen, wenn dafür tatsächlich kein Landesförster zuständig ist, sondern es sich um einen Privatwald handelt, insbesondere bei einem größeren. Und in dem Fall dürfen sie dann euch dann aber auch ungefähr sagen, wie ihr rausfindet, wem der gehört. Ich glaube, bei größeren Privatwäldern ist es sogar rechtens, dass sie direkt die Daten rausgeben. Da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Wenn nicht, können sie euch auf jeden Fall sagen, an wen ihr euch wenden könnt, von der Stadt dann wieder oder in irgendeiner Form die Gemeinde, irgend sowas, die euch dann euren Antrag weiterleiten an die entsprechende Person, der das Grundstück gehört. Ja, insgesamt wäre es sicher mal gar nicht so blöde, wenn man öfter im gleichen Wald unterwegs ist, so Bushcrafter-technisch, wenn man mal mit dem örtlichen Förster geredet hat. Das empfehle ich ja auch in mehreren Videos, daher übrigens auch die Frage, die mich jetzt dazu führt, dieses Video hier zu halten. Ja, das ist schon ganz gut, wenn man mit dem mal gesprochen hat. Ich will es nicht weiter ausführen, aus welchen 27 Gründen das Vorteile haben könnte. Abgesehen davon, dass es einfach ein interessantes Gespräch sein könnte, wenn ihr mal mit dem Förster redet, wenn ihr euch für den Wald interessiert. Ja, dann habe ich da aber jetzt auch gar nichts mehr weiter hinzuzufügen und beende das an dieser Stelle und gehe noch mal ein bisschen weiter spazieren. Macht's gut!